So, liebe Freunde, wir stehen hier in Kreuzberg und zwar in der Prinzenstraße. Und nicht so weit davon entfernt gibt es ein Geschäft. Ja? Ich glaube, es ist eine der letzten Überlebenden des früheren Gaming-Booms zwischen den Mitte 90ern bis die ersten 2000er Jahre. Ihn gibt es immer noch. Und der Name des Ladens ist Freeman Games. Und Gülagan wird uns jetzt gleich ein bisschen was dazu erzählen, zu seiner Geschichte. Das ist total kuschelig hier eingebettet. Nicht? Und ist einer der ganz, ganz seltenen Läden, wo man tatsächlich noch Inhalte findet, die man sonst nirgendwo findet. Hallo! Hallo! So. Okay, ja, wir fangen mal an. Also ich möchte euch einmal durchführen hier und euch einmal zeigen, was für Schätze hier sind, weil es hört gar nicht auf. Und Gott sei Dank habe ich hier so eine Verlängerung, ja, sodass ich euch auch nach ganz oben heben kann, wo eben auch die Schätze stehen, die vielleicht für den einen oder anderen Sammler von euch von großem, großem Interesse sind. Ja? Guck mal da oben. Ja? Schaut mal genau hin. Na, also hier gibt es die ganze, ganze wunderbare Welt alter Retro-Games. Gülagan hat über die Jahre Wahnsinns-Schätze hier angehäuft. Und ja, wie soll ich sagen, dazu wollen wir ein bisschen mal was von ihm hören. Gülagan, du hast deine eigene Kamera. Du kannst in die Kamera reden, wenn du möchtest. Ich führe die Leute hier mal so ein bisschen rum. Erzähl uns doch mal, was du hier genau machst, warum du das machst und seit wann du das machst. Also, wie soll ich jetzt anfangen? In die Kamera. Okay. Erzähl einfach mal, wann hast du angefangen hier? Also ich habe angefangen 2005. 2005? Okay. 2005, wow. Habe ich angefangen. Okay. Oh, mutiger Schritt. Und warum? Was war das vorher für ein Geschäft? Hast du schon immer Games verkauft? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe schon Bau gearbeitet und dann habe ich Flohmarkt angefahren. Von Flohmarkt habe ich schon gesehen, dass die Leute Spiele verkaufen. Okay. So habe ich schon angefahren. Aha. Und irgendwann habe ich schon gesagt, dass ich schon selbstständig mache. Aha, okay. 2005 habe ich schon was gemacht. Hast du gedacht, du machst einen eigenen Laden auf? Ja. Das war ja ein sehr mutiger Schritt, weil ich sag mal so 2005 war der Boom ja schon so ein bisschen am Abklingen wieder. Ne? Also von den Konsolensachen nicht. Aber du hast ja hier ein Paradies angehabt. Was spielt Nostalgie für dich für eine Rolle? Bist du selber Sammler oder wie ist das bei dir? Also ich bin kein Sammler. Ich versuche schon... Also Sammler bin ich gar nicht so. Ja? Für mich schon, damals schon, wie soll ich schon sagen, Sega Mega. Ja? Du sammelst selber Sega Mega Drive? Also ich sammle keiner. Aha. Du bist Fan davon? Sorge, Fan. Alles klar. Mhm. Hast du früher als Kind viel gespielt? Oh, das leider nicht. Gar nicht, ne? Damals habe ich schon überhaupt gar nichts gehabt. Aha. Ich habe in Rheinland-Pfalz gelebt, da haben wir schon überhaupt gar nichts, solche Konsole gehabt. Nie. Okay, ja. Ging mir genauso. Ich war auch damals, als ich jung war, so, wir sind ja ungefähr gleiches Alter, ne, ja. Grob, ne, war bei mir auch so. Als Kind hatte ich gar nicht Zugang dazu, aber ich habe es mir immer gewünscht. Ich wollte das immer, ich wollte mich damit immer auseinandersetzen. Frag mich nicht warum, aber ich fand Gaming mega, mega schick. Nicht? Aber dann ging es dir wahrscheinlich so wie mir, nicht? Also dass du daraus sozusagen, oder? Okay. Ja, ja, wir können darüber gehen, klar. So. Jetzt kommt Überraschung. Aha, okay. Oh, wir dürfen wo rein, wo sonst niemand reinkommt. Oi. Oi. Du bist ja cool. Was? Hier hast du auch noch Spiele. Das ist ja nice hier. Wow, ein Paradies. Herrlich, wow. Ganze Rollenspiele. Wow, alles klar. Ganze wertvolle Spiele dabei. Okay, gut. Sauber. Ja. Da wollen wir aber nicht so viel reinluschen, weil das ist ja deins, das ist ja dein Privatraum, ne? Nee, das ist doch kein Problem. Nein? Cool. Da können auch die Leute auch sehen. Dürfen die Leute auch sehen? Ja, das ist aber lieb von dir. Cool. Wenn Leute hier reinkommen, ja, und hier kaufen bei dir, wie spielt bei denen Nostalgie eine Rolle? Also hast du da irgendwie, musst du da auch mal den einen oder anderen beraten und ihm mal erzählen, wann das Spiel gemacht wurde oder... Naja, so viel sage ich überhaupt gar nichts. Die Leute wissen, was sie kaufen, was sie haben wollen, was sie sammeln. Die sind schon selber Sammler, viele sind okay. Selber. Mhm. Und das Einzige, was ich schon sage, dass ich schon habe oder nicht, dann kann ich schon empfehlen oder nichts. Okay, weil du musst ja auch ziemlich gut connected sein. Du machst auch, verkaufst du auch über eBay oder über Online-Marketing? Also überhaupt gar nichts schon. Nee, machst du nicht? Ich verkaufe überhaupt online überhaupt nicht. Wow, cool. Das will ich gar nicht. Und ich versuche hier die Leute selber zu geben. Ja.
dass sie bei mir wiederkommen, dass sie bei mir zufrieden sind. Alles klar. Ja. Du, du schätzt online, das? Online-Verkauf habe ich bis jetzt nie. Aha, okay. Lieber gebe ich dir persönlich die Leute. Finde ich gut. Ja, ich weiß, ich habe ja auch schon das eine oder andere bei dir hier gekauft. Gibt es Spiele, die hier gar nicht den Raum verlassen und Spiele, die wiederum richtig schnell weggehen? Was sind die Ladenhüter hier? Gibt es hier einen Ladenhüter oder welches ist vielleicht das älteste Spiel, was hier im Laden ist? Kannst du das sagen? Naja, so viel weiß ich gar nicht. Und es gibt schon jede Menge Ladenhüter, gibt schon. Aber ich weiß nicht, wann geht, wann nicht. Ich sammle hier, die Leute kaufen, also denke ich schon, PlayStation 2 oder PlayStation 3 oder Sega Mega. Geht gut, ne? Ja, die gehen schon okay, die gehen. Mhm. Super Nintendo, die gehen sehr gut. Super Nintendo? Gameboy-Spiele gehen sehr gut. Ja, okay. Und schon viele Sammler und Spieler kommt immer. Was ist so, was war so das meiste, was hier gekauft wurde? Also ich sag mal, was war das? Super Nintendo-Spiele meistens, die kaufen dann. Okay. Und sind das aus allen Ländern Leute oder ist das nur aus Berlin, aus Deutschland? Nee, bei mir kommen alle Länder. Alle Länder? Ich habe in Google Map habe ich schon über 150.000 Besucher. Wow. Da kommen die alle Länder. Toll. Und Leute schreiben auch darüber? Also ich meine, Leute aus Japan zum Beispiel oder aus Amerika oder so schreiben über diese Schatzkiste hier? Naja, in Facebook manchmal ja, aber nicht immer. Aber die kommen selber persönlich dann immer. Ah, okay. Das heißt, Mund zu Mund ist hier sozusagen deine Verkaufsstrategie. Ja. Super, ja. Das ist so, wie es eigentlich sein sollte, ne? Der gute alte Store mit jemandem, der eine Ahnung hat, der die Leute freundlich bedient, nicht? Und der dann auch noch die richtigen Geräte dazu hat, weil du hast ja hier oben auch alle möglichen Zusatzgeräte hängen. Ja, ja, ich habe schon alles. Wow. Ich finde ich sehr ungern da, aber Super Nintendo habe ich schon 90 Stück da. Aha. Sega Mega habe ich schon 40, GameCube habe ich schon 75. Kommen Sie rein, kein Problem, alles gut, hallo. Das Leben ist kein Ponyschlecken, nicht? Da muss man dann auch mal was hinlegen. Nicht? 7 Euro ist für eine Anleitung, nicht? Das hätten die sich damals auch nie gedacht, die Spielehersteller, dass ihre Spieleanleitungen mal so viel wert sein können. Ne? Naja, gibt es dann auch 10 Euro, 15 Euro, gibt es dann auch. Gibt's auch? Ja, ja, okay. Und dann welche denn dann? Mhm, also verstehe. Meistens 7 Euro bis dann 10, 12 Euro. Also du hast schon die richtigen Sammler hier, ne? Also ja, hier ja. Kommen schon die absoluten Fans, die absoluten Sammler her, ne? Und ja, genau. Lass uns noch mal gucken, weil der Hannes von meiner Redaktion, der hat immer noch mehr Fragen vorbereitet. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir noch was Prickelndes haben hier. Sind Spiele zu billig? Naja, es geht schon. Es geht. Aha. Es geht, sagen wir schon. Derjenige bei mir reinkommt, ja, sagt, manchmal sagt zu teuer, aber irgendwie kommen wir schon klar und mache schon ein bisschen daran. Du handelst mit den Leuten, ne? Ja. Ich weiß. Ja, ja, du lässt guten Preis nachlassen. Ich handle, das ist doch kein Problem. Das ist nur ein Spiel, das ein Hin und Her geht. Besser die Leute zufrieden stehen, deswegen gehe ich schon runter. Okay, du kannst schon haben. Aha. Hallo, kommen Sie rein. Kann ich dir weiterhin Fragen stellen oder bist du gerade konzentriert? Du kannst schon Fragen stellen, das ist doch kein Super. Problem. Der Jugendschutz, der ändert sich ja so immer mit der Zeit. Wie verhält es sich mit älteren Spielen, die einst womöglich sogar auf dem Index waren und jetzt aber verkauft werden können? Orientierst du dich ausschließlich an den rechtlichen Gesetzmäßigkeiten oder versuchst du selbst zu moderieren, was du für vertretbar hältst und anbietest? Nee, ich bin davon ein bisschen vorsichtig. Pass auf. Deswegen Jugendschutz... passe ich schon auf, die Kinder gebe ich schon überhaupt gar nicht, die ältere Leute dann, wenn jemand dabei ist, und dann gebe ich ansonsten nicht. Okay. Da achte ich schon ein bisschen. Das ist super von dir. Wenn jetzt ein Vater mit seinem Sohn herkommt und der Sohn ist, sage ich jetzt mal, 6 oder 7, ja, und der will jetzt ein Call of Duty, wie verhältst du dich da? Naja, eigentlich sage ich schon erstmal, das ist nicht für ihn. Du kannst so ein Kinderspiel nehmen, aber wenn die Eltern sagen, das ist ein Problem nicht, dann gebe ich dann ansonsten. Ja. Das ist super, dann bist du so eine Art Gatekeeper, weil im Online-Handel funktioniert das ja nicht mehr. Nicht? Im Online-Store kann ja jeder sich runterladen, was er will. Ne? Und insofern bist du da eigentlich noch eine Instanz. Nicht? Insofern ist das ein ganz klares Pro-Merkmal für das Verkaufen. Nicht? Weil so viele vergessen immer, nicht, dass sie auch mal 5 oder 6 waren und was Gruseliges gesehen haben. Also ich empfehle überhaupt gar nicht so für die Kinder, dass sie schon den... So früh, ne? Ja, so früh. Die müssen so ein eigenes Spiel spielen, dass sie schon Kinder... Zeit leben, ja. Aber meistens die achten gar nicht so.
Ja, naja, die Ablenkung ist halt so stark, dass es eigentlich, man kann sich dagegen kaum wehren. Ich meine, wir haben ja mit Netflix und Co. haben wir auch unsere Probleme. Nicht? Wir gucken ja auch viele Filme und vergessen die Zeit da. Ne? Dass Videospiele im Onlinehandel funktionieren, nicht? Ist ja zu sehen, das funktioniert ja. Ne? Aber wiefern sind Videospiele Teil des Einzelhandels mit Ladenverkauf? Gibt es eine gewisse Expertise, die vonnöten ist, um solch einen Laden zu betreiben? Also braucht es ein gewisses Wissen, Vorwissen, denkst du? Oder was denkst du dazu? Naja, eigentlich gar nichts von mir. Aha. Du meinst, Spiele verkaufen kann, könnte theoretisch jeder? Ja, ja, jeder. Aha. Nur noch ein bisschen Ahnung an welches Spiel, welche Dings, sondern kann ja jeder schon. Und wenn jetzt mal jemand reinkommt und so gar keine Ahnung hat, berätst du den dann auch? Ja klar, das kann ich schon machen. Das ist okay. Okay, und wonach, was sind da so deine Kriterien? Also wenn jetzt so jemand wie ich reinkomme, nicht, und sage, ich hätte gern ein Spiel. So, ich würde mich für was interessieren. Was sind dann deine Fragen, die du da stellen würdest? Dann frage ich schon, was für Spiel spielst du schon? Mhm. Ja? Na, noch gar nichts. Ohne ich habe noch gar keine Ahnung. Dann zeige ich schon ein paar Spiele. Okay. Welche du haben willst oder was du spielen gerne möchtest, und ob die Jump'n'Run oder Dings Rollen spielen, frage erstmal vorher und dann, wenn du sagst, okay, das und das zeige ich dann. Alles klar, okay. Ja, es ist im Prinzip auch tatsächlich, es ist nicht wirklich schwer. Nicht? Also Spiele kann man verkaufen, wenn man das liebt, das Thema, ne? Wenn man da Lust drauf hat. Wenn man zum Beispiel sowas hat hier, was ist das denn? Portable Carry-All Game Boy Case. Das ist so ein Case. Hammer. Was kostet das? 10 Euro, super. Ja, ja, das ist okay. Das ist alles, wie gesagt, wir sind hier im Retro-Bereich, ne? Und da sind die Preise tatsächlich dann doch ein bisschen anders. Nicht, weil hier Leute herkommen, die eben wissen, was sie hier kaufen. Ne? Was ist das denn hier? Das ist so eine für die Gameboy-Adapter. Ah ja, okay. Akkugerät. Und den konnte man an den Gürtel hängen, oder was? Ja, kann ich schon, wenn ihr unterwegs ist. Cool. Ein Akku für den Gameboy. Mann, das sind die ersten Akkus für Gaming überhaupt gewesen, nicht? Und diese Avatar Collector's Edition habe ich auch noch nie gesehen. Oh ja, das mach mal an. Das ist ja nice. Guck mal hier. Das nenne ich mal eine anständige Präsentation hier. Ich weiß, kenne ich noch, mit Spider-Man drin, ne? Ja. Da habe ich schon 2-3 Mal geändert. Aha. Aber jetzt sieht es schon besser, dann übersicht ich das. Ist das neu, das Video? Nö, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, Aber okay. Ich habe noch neuere da. Nee, aber alles super. Schön. Jetzt machen wir noch neuere. Guck mal hier, alles dabei. Sogar Reparatur bietest du an, ja? Ja, von CD-Reparatur. Manche Konsole und Gameboy, jetzt kann ich schon auch umtauschen. Ah, okay. Auch die Batterie kann ich schon umtauschen. Alles super. Das heißt, du kümmerst dich nicht nur um die Spiele, um das Verkaufen, sondern auch um die Endgeräte, dass die auch laufen. Ja, ja. Super, super, wow. Ja, und nebenbei nimmst du auch noch viele Pakete, ne? Ja, irgendwo. Man muss immer auf mehreren Schienen fahren, nicht? Anders macht's keinen Sinn. Ne? Was sind denn so deine Schätze? Was ist denn so das wertvollste Spiel, was du hier hast, würdest du sagen? Wenn du das zeigen magst. Wertvolle Spiele. Das wertvollste Spiel. Die habe ich schon in Amerika verkauft. Die hast du in Amerika verkauft? Ja. Alles klar, okay. Das war schon eine von NES. Aha. Eine Sportspiel gewesen. Ein Sportspiel, okay. Und was hat das Spiel, also welcher Rahmen bewegen wir uns da? Sind wir dann noch in den Hundertern oder sind wir schon bei den Tausendern? Nein. So noch bei den Hundertern. Okay, gut. Aber es ist trotzdem viel Geld. Ja. Was haben die Dinger früher gekostet, diese NES-Spiele? Oh, 120 D-Mark, 160 D-Mark, 190, so viel habe ich gehört, aber... Okay. Und jetzt heute kosten die auch wieder so viel, ne? Theoretisch, naja, ne? Ein paar davon, 15, ne? 20, naja, mit Verpackung so 60 Euro, 70, kommt dann, was für Spiele sind. Und das sind die ersten gewesen, ne? Ja, das sind die ersten, ne?
Da ist das gute Tetris auch noch dabei. Mein Gott, mit sowas fing das an, weißt du? Das hätte früher in einem Regal von einem 15-Jährigen stehen können. Nicht? Und er wäre mega stolz gewesen, weil er die ersten NES-Spiele hatte. Aber es gibt jetzt so viele Leute, die sammeln auch, so viele. Ja. Sammeln unheimlich. Ja, ne? Es ist ein Riesenmarkt geworden. Naja, ne? Die neue Spiele spielen gar nichts mehr. Die sammeln alle alte Konsole. Ja, wir haben über den Jugendschutz ein bisschen geredet, wir haben über den Onlinehandel geredet, aber wir haben noch nicht darüber geredet, warum du diesen Laden überhaupt aufgemacht hast. Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, wieso du den Laden überhaupt aufgemacht hast. Naja, sagen wir schon so. Ich habe angefangen 2004. Erstmal Flohmarkt angefahren. Da habe ich schon CD verkauft, Videokassette verkauft. Da habe ich schon gesehen, die Leute Videospiele verkauft. Läuft gut. Da habe ich schon angefangen. Ein Jahr lang habe ich schon den Flohmarkt gemacht. Und irgendwann hab ich gesagt, ich mache für mich schon. Welchen Flohmarkt warst du? Hier Moritzplatz. Ah ja, Moritzplatz, alles klar. Damals richtige. Gut, super. Ich bin immer am Boxhagener Flohmarkt. Da ist ja auch einer, ja, der auch da bin ich schon auch hingegangen. Naja, dann ist so hier Moritzplatz geschlossen. Und irgendwann dachte ich, mache ich mich selbstständig. Und da habe ich 2005 habe ich schon aufgemacht. Da habe ich erstmal war ich schon Gitschiner Straße. 2005 bis 2010. Und seitdem bin ich hier. Was war hier vorher drin? Vorher war hier das war schon Vermittlungsbüro von Geoback. Geoback? Ja. Was ist das? Büro gewesen. Büro, war ja einfach ein Büro. Aha, ja, okay. Vermittlungsbüro. Vermittlung, ah ja, okay, alles klar. Cool. Aber vorher so viel weiß, da hier war schon Blumenladen. Blumenladen, gewesen. Das passt. Beide Seiten. Das passt. Ja. Blumenladen passt super. Ja, das sind ja auch alles Blumen hier. Ne? Wunderbar, schön, schöne Sache. Nee, es ist halt auch wirklich ein Retro-Laden, weißt du, so wie ein Retro-Laden sein muss. Ne? Also ich versuche schon noch mehr zu sammeln, nur Retro-Spiele. Ich gebe mehr Wert jetzt Retro-Spiele. Ich habe die andere auch dabei, aber mehr kaufe ich Retro-Spiele an. Weil da die Leute hier in die Menge Sammler sind. Ja. Die sammeln, die Jugendliche oder Erwachsene, ja, die sammeln unmöglich. Ja, ja. Ja, ich glaube, einige haben wahrscheinlich nicht so einen großen Laden wie du zu Hause im Keller, nicht? Aber ich sag mal auch schon einen Haufen Titel, nicht? Ich meine, was halt reinpasst, nicht, wird halt gesammelt, nicht? Warum sammeln Leute sowas? Was denkst du? Warum sammeln Leute Spiele? Die wollen selbst sammeln schon. Die wollen haben. Die wollen, egal ob der spielt oder nicht, ich hab das Spiel. Ich hab das Spiel, ja. Ich lege da hin, gucke schon den ganzen Tag, oh, mein Spiel, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, sondern eigentlich schon Leidenschaft. Ja, ja, ist eine eigenartige Faszination. Ich glaube, das sind alles so Erlebnisse, die man sich dann zu Hause aufbewahrt, damit man sie irgendwann mal machen kann, nicht? Guck mal, zum Beispiel meine Kung-Fu-Filme. Ja, ja, ja. Ich will das haben. Ja, ja. Das haben. Ich freue mich schon, dass ich schon ab und zu wieder sehen. Ja, ja. Ich brauche nicht mehr suchen. Ja, das stimmt. Und deswegen sammle ich schon ein paar Sachen für mich schon. Ja. Irgendwann kann ich wieder sehen. Ja, ja, richtig. Schön gesagt. Ja, ich muss nicht mehr suchen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Viele sind daran, denke ich schon daran. Die wollen nicht mehr suchen. Und die wollen so einen Arm und selber hinstellen. Aber viele sind verrückt nach Sammeln. Ja, Sammeln ist so eine... So ein bisschen Ausgleich, ne? Das gleicht, glaube ich, einiges aus. Welches Alter reden wir hier? Also von wo, wann geht's los bis zu welchem Alter? Also was hast du da für eine Altersspanne hier an Kundschaft? Also sage ich schon, meistens meine sind so ältere Leute. Ältere Leute, ne? Also, meistens. Die Kinder sind, ja, okay, die kommen schon kleine Gameboy-Spiele kaufen, aber meistens die ältere Leute. Ab 20 sind wir schon angefahren. Sammeln bis 70, 60-Jährige, die kommen mit. Ja. Und da entstehen ja auch Freundschaften, ne? Also Bindungen, ne? Also Leute, die dann... Ja, ich habe jede Menge davon, habe ich jetzt kenne ich schon sehr viele, Innen- und Ausland, habe ich schon jede Menge Kunde da. Toll. Ja, vor allem, dass dein Laden auch noch in dem Hollywood-Streifen mitspielt, das ist natürlich mega cool. Okay, ja, dann erstmal herzlichen Dank, Gülagan, es war mir eine Riesenfreude, wir haben dich ja noch gar nicht vorgestellt, nicht? Aber das wollte ich jetzt nochmal schnell nachholen. Der Herr hier ist Gülagan, der Laden hier ist Freeman Games, ihr wisst jetzt, wo ihr hin müsst, wenn ihr nicht nur Sammler seid, sondern einfach mal Spaß habt, mit Gülagan ein kleines Gespräch zu führen über Gaming.
Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Auch. Ich danke dir auch sehr. Auch, dass wir da hinten mal reingucken durften. Nicht? Und ich hoffe, für euch war es ergiebig und ihr konntet ein bisschen was sehen und vielleicht einen Titel erhaschen, den ihr noch nicht in eurer Sammlung habt. Naja, was ich habe, zeige ich schon auch gerne. Warum soll ich schon verstecken? Das ist nur ein Spiel. Ganz genau, alles klar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bis später. Ja. Ja. Tschüss. Ciao.